Hallo und ein herzliches Willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten und hier, schauen wir mal weiter. Ich sollte vielleicht diese Quest rausnehmen. Die werde ich nämlich nicht erledigen können, da wir ja den Drachen noch nicht killen können. Tut mir leid, Varric. Deine Kompanien-Quest, Kompagnons-Quest. Muss noch ein bisschen Aufschub vertragen. Wo komme ich denn da jetzt hin? Vor allen Dingen, was markiert es mir? Ich sehe es nicht. Ach, da. Imperium, her damit. So, jetzt bin ich... Da, das Stück fehlt noch. Das müsste ich noch erkunden. Also bald haben wir die ganze Karte aufgedeckt. Und das Templerversteck noch nicht gefunden. Also es muss hinten in die Richtung der Stelle liegen. Beziehungsweise der Stelle liegen. Wir hatten ja schon extreme Probleme gehabt, die Magier platt zu machen. Ich frage mich, wie das mit den Templern wird, weil die sind deutlich stärker, habe ich das Gefühl. Weil so viele Probleme hatten wir mit Magier nie. Wenn die Templer mit ihren dicken scheiß Turmschilden kommen, das ist dick problematisch. So, und das hier ist der andere Weg. Ihr habt mir nie gesagt, warum ihr mich nach Haven gebracht habt, Sucherin. Ich meine, was hätte ich der Göttlichen sagen sollen, was ich nicht auch euch hätte sagen können? Ich wollte ihr unbedingt euer Brusthaar zeigen. Wie bitte? Ich fand, sie sollte aus erster Hand erfahren, wie es war. Außerdem wusste ich, dass sie euch bitten würde, uns zu helfen. Der Inquisition helfen? Ich? Ein verrückter Gedanke, ich weiß. Und doch seid ihr hier. Und da hat sie recht. Sag mal, geht doch. Festung der abtrünnigen Magier. Sie wollten nicht, dass wir träumen, weil sie wussten, dass wir von der Wahrheit träumen. Von Macht und von der Schwäche der Welt. Wir können sie zerstören und neu formen. Wir sind die Auserwählten. Wir haben die Macht, die Welt zu verändern und den Willen, es auch zu tun. Wir haben die Zirkel erobert. Wir werden die Templer niederringen. Kommt mit uns in den Hexenwald. Niemand, der die Macht des Nichts nutzen kann, wird abgewiesen. Ein Brief mit der Unterschrift. Bla, wurscht. Wir haben sie eh schon gekillt. So viel zu abtrünnigen Magiern. So, und das da hinten war die Festung, in der wir im letzten Part diesen Riss geschlossen haben. Dann, ja, müssen wir zu diesem Riss. Bring uns hin. Wobei ich das Erz hier einfach nicht verschmähen kann. Hier ist nur ein Vorkommen. Vielleicht. Zwei Vorkommen. Mm-mm. Ja. Reite, geschwind, wie der Wind. So, und genau hier hatten wir noch nicht weiter gesucht. Hallöchen. Ich glaube, so einfach waren die Templer noch nie zu killen. Das war jetzt amüsant. So, und hier kann man rein. Sehr schön. Nur leider auch wieder hinten raus. Was ja kein Null gebracht hat gerade. Aber die Scherbe müsste da oben dann liegen. Ich höre sie nicht summen. Ah, da ist sie.
So, das wäre die nächste gewesen. Dann wollte ich den Riss auf dieser anderen Seite vernichten. Spindelkraut natürlich wieder mitnehmen. Ach, scheiße. Na, dann kommt her. Okay, momentan kriegen sie gut koordiniert auf die Omme. Überrascht mich. Wenn man schlafen schickt, kann man auch noch mal kurz stoppen. Die hören auch alle auf, den dann anzugreifen. Das ist nice. Dekorativer Edelstein. Way, endlich einer. Juhu. Ich brauche noch drei. Toll, kriege ich die nur von Templern. Das wäre schlecht. Weil ich sie nämlich gleich auslöschen werde. Oh, guck mal an. War ich da hinten schon drin? Hm. Keine Ahnung, aber ich mache erstmal die Biester, glaube ich, hier. Ah, oh, da ist er mir ausgewichen. Ich glaub's nicht. Ich glaube, ich habe dem gerade 0 Schadenspunkte abgezogen. Dieser Unterbodenangriff. Keine Ahnung, wie ich den sonst beschreiben soll. Der ist so scheiße mies. Vor allem, wenn man Nahkämpfer hat. Irgendwas fehlt noch, oder? Nee. Yes. Sehr gut. Die gehen jetzt doch wiederum schneller auch drauf, als ich gedacht hätte. Was ist denn da los? Sonst so viele Probleme. Ich habe noch keinen Heiltrank benutzt. Erschreckend. Entweder meine KI von den Leuten wird besser oder ich werde allgemein besser. Naja, gehen wir mal da hoch. Zum Kriegsverweigerer. Klopf, klopf, wer ist da? Nicht unerfreulicher Ort. Oh ja. Ein höherer Schrecken. Na dann, kommt mal rein hier. Alter, der Wirbelwind ist geil. Wenn ich den durchcasten kann, ist der ja mega. So, jetzt habe ich die Templer noch, dachte ich mir schon. Diese Dummköpfe. Level ab. Da liegt ein Schweinekopf. Wah. Oh, ein Amulett mit 5 Magie. Das kriegt natürlich direkt mal unser Solas. Komm mal her, Kamerad. Und die Regenerationsverringerung kriegt dann... Ja, kriegt dann unsere. Und wiederum nichts an Tränken verbraucht. Langsam haben wir es draus, Jungs und Mädels. So. Jetzt in den Süden. Dort gibt es wieder eine Scherbe oder dergleichen. Wir haben den gesamten Scheiß da fertig, bis auf da hinten. Das ist, ja, Selbstmord.
keine Scherbe. Und wir befinden uns wieder auf der Straße. Plus Festung, in die ich sowieso mal rein wollte. Dann gehen wir aber erstmal noch da hinten das brennende Haus ab. Ach ja, kommt her. Kommt her, kommt her. Was? Ich wollte eigentlich euch umhauen. Nicht andersrum. Sag mal. Geht doch. Verdammt. Ey, der Typ mit dem Schild geht mir echt auf den Senkel. Sowas kann ich ja mal gar nicht leiden. Diesmal hat man gesehen, lief's wieder schlechter. Ich habe echt Angst, mich mit den Templern anzulegen. Die sind schlicht und ergreifend gut trainiert. Da kommt auch schon die nächste Fuhre. Ach ja, uns bleibt eh nichts anderes übrig. Attacke! Und der Templer bleibt richtig geschickt dort hinten stehen, sodass man den Schützen von hinten nicht sieht. Sau gut. Erhöhen, zerschmettert, vereist, verfroren und trotzdem kann er auch weiter kämpfen. Eigentlich muss man den Leuten hier echt Respekt zollen. Und wir sind Level Up. So, das bedeutet neuer Fertigkeitspunkt. Und ja, wir müssen sie anscheinend mehrfach killen. Es gibt nämlich die schönen dekorativen Edelsteine. Die ich bisher sonst nirgends, wirklich nirgends gefunden habe. Okay. So, was nehmen wir uns denn diesmal? Wir könnten die zunehmende Verstärkung nehmen. Unterstringlich 25% Blockerhöhung. Hm. Sturmangriff. Hoher Preis, 15% zurückgeworfener Schaden. Ich finde das eigentlich schon echt geil. Aber ich glaube, diese Erhöhung hier ist auch nicht schlecht. Oder die Konterhaltung. Kosten 10 Ausdauer, 5 Ausdauer pro Sekunde. Hm. Ne, ich nehme mal den Gewind. Und ich suche den Konflikt, kommt her. Ja, Ausdauer habe ich mehr als genug. Ich brauche noch vielleicht noch ein paar Angriffsfähigkeiten. So, wo sind die anderen? Ich sehe es nicht. Ach, da ist er. War da nicht noch ein Bogenschütze? Ich glaube ja. Des verbessernden Sprungschusses. Hört, hört, es gibt einen Sprungschuss. Das dürfte für Varric wahrscheinlich interessant sein. Und dann gehen wir mal hier ins Haus. Mal wieder verschlossen. Ich
finde das so übel, wenn sie hingehen, die Leute einsperren und einfach abfackeln. Voll assi. Zwergische Runenherstellung. Kommt da nicht ganz gut durch. Ha, geschafft. Und noch auf die Seite. Mosaik und Scherbe bekommen. Sehr schön. Und wieder ein paar Templer-Kollegen da unten. Wir haben eine echt schnelle Respawn-Rate. Dieses Dämmel zurückschleudern. Mann. Geht doch. Na komm, Edelstein. Ah, verdammt. Ah, perfekt. Noch einer. Mist. Nur wieder Spindelkraut. Ich glaube, ich werde mir noch ein paar Templer suchen. Dann kommen wir die Quest auch noch fertig. Es gibt zu viel zum Einsammeln. Wir werden nie fertig in diesem Spiel. So, das Lager oberhalb des Sees haben wir schon. Können wir uns nachrüsten. Brauchen wir aber eigentlich noch nicht. Ich finde es auch schön gemacht, dass die Porträts so richtig blutig werden. Aber speichern wäre mal nicht schlecht. Und dann machen wir hier mal Cut. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder hoffentlich im nächsten Part. Bis dann, Leute.